Mein Name ist Jan Meyer. Ich bin eigentlich ausgebildeter Psychologe und Sportwissenschaftler. Habe lange Zeit als Sportpsychologe in unterschiedlichen Kontexten, Nationalmannschaften, am Schluss eben auch sehr, sehr viel im Fußball, speziell bei der TSG Hoffenheim gearbeitet. Und da bin ich jetzt seit 1,5 Jahren in die Geschäftsführung berufen worden mit der Aufgabe Unternehmensentwicklung. Culture of Excellence, also Exzellenz meint hier nicht das letzte rausdrücken, sondern Potenzialentfaltung. Und wie kann ich, ob das jetzt ein Verein ist oder ein Unternehmen ist, eine Kultur entwickeln, dass tatsächlich einzelne Personen oder auch Gruppen ja, sich letztlich entwickeln können und das Beste aus sich rausholen können. Und das ist uns in Hoffenheim nicht nur wichtig, sondern das ist letztlich auch das Konzept, wie wir überhaupt in diesem Bundesliga-Geschäft überleben können, weil da haben wir eben Proof of Concept, dass eben ganz, ganz viele Talente bei uns ausgebildet werden, sich auf ein professionelles Level entwickeln und dann, so ist es halt, dann halt eben auch transferiert werden können. Ja, es sind wahrscheinlich dann, wenn man das so zusammenfasst, dann eher eben auch die soften Faktoren, die dazu beitragen, dass erstmal angefangen bei mir, ich in einen Zustand komme, bei dem ich erstmal in der Lage bin, mit anderen eine Beziehung aufzubauen. Und dieses mit sich selber anfangen ist, glaube ich, ein ganz großer Key, weil man vielleicht bei solchen Sachen immer erst zum anderen schaut. Du musst jetzt mal dazu beitragen, dass wir uns entwickeln. Und wenn ich dann mit mir soweit stimmig bin, dann bin ich, was zum Beispiel Respekt oder Freundschaft angeht, mit so zwei Faktoren konfrontiert, die das Miteinander dann auch letztlich ja, vorsichtig, ressourcenschonend, dauerhaft belastend gestalten können. Ich denke, es ist grundsätzlich nicht nur für diese Branche, für die gesamte Gesellschaft wichtig, dass wir mehr ins Wir kommen und weniger ins Ich und dabei dennoch erfolgreich sind. Das ist ja genau der Kick bei diesem Ansatz, den ich versucht habe vorzustellen, dass du rauskommst aus der Konfrontation und dem Gegeneinander und trotzdem maximal erfolgreich bist. Bis zum nächsten Mal.